Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Final Fantasy VII im Remake im Yuffie-DLC. So, ich bin gerade ein bisschen überfragt, denn es ist jetzt eine neue Aufnahmesession, die hier heute startet und ich habe den ein oder anderen Hinweis bekommen zwischenzeitlich, unter anderem dazu, wie ich Ramu vielleicht ein bisschen besser angehen könnte, sorry. Das Problem ist nur, ich komme jetzt hier, glaube ich, gar nicht so ohne weiteres aus dem Gebiet hier raus, oder? Um den nochmal zu probieren. Ich habe jetzt beim letzten Mal natürlich an einer blöden Stelle aufgehört, um genau das jetzt hier durchzuexerzieren. Ich gucke mal eben kurz, ob man hier... Aber nee, Teleportation hast du hier nicht. Also Schnellreise oder sowas. Okay, dann werde ich damit warten müssen, bis ich irgendwann wieder in die Slums zurückkehre, falls das überhaupt noch möglich sein wird. Ich meine, am Ende ist das ein DLC von, keine Ahnung, wahrscheinlich ein paar Stunden Umfang. Aber ich würde da gegebenenfalls noch einen extra Part irgendwie hinten dranhängen, weiß ich nicht. Also eigentlich macht der Reiz, Ramu zu besiegen, also den Reiz macht für mich am ehesten aus, dass ich gespannt bin auf die Belohnung, von der ich nicht weiß, was es dafür gibt. Und ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass sie mir hier vielleicht das Leben erleichtert beim weiteren Voranschreiten. Aber wir gucken mal, wie weit wir jetzt hier heute kommen. Ich wette, Ramu wird auch nicht der Einzige... Nein, Gott sei Dank. Ramu wird wahrscheinlich auch nicht der Einzige sein, den man hier bekämpfen kann, oder? Ich schätze mal, da werden noch mehr Folgen. Notiz von... Oh Gott, wie hat man die nochmal ausgesprochen? Ich weiß es nicht mehr. So, aber warte mal, eventuell können wir hier lesen, was er so mitteilen wollte. Wahrscheinlich ist das keine Notiz, die an uns gerichtet war. Hier, Notiz von Seijir. Nimm das Transportband durchs Lagerviertel und probiere dein Shuriken an den Kisten aus. Shinra dürfte das nicht gefallen, also tob dich aus. Mir ist übrigens in der Nachbearbeitung aufgefallen. Ich weiß nicht, ob das die letzte oder die vorletzte Folge war, aber als ich so eine komische Rampe zurückgelatscht bin und mich gewundert habe, dass... Achso, ich muss sie erstmal aktivieren. Oh Gott, warte mal, ich komme mit der Steuerung gerade mega durcheinander. Einfach weil ich die letzten Tage nur Final Fantasy 16 gespielt habe und jetzt gerade irgendwie voll überfragt bin. Achso, das Transportband bedienen. Ich musste einfach daran treten. Okay. So, genau. Und jetzt kann ich mit Dreieck die ganzen Kisten wahrscheinlich wieder abballern. Operation Containersabotage. Das Transportband führt dich durch einen Lagerraum, der mit kleinen, mittleren und großen Shinra-Frachtkisten gefüllt ist. Benutze deine Waffe, um so viele wie möglich zu zerstören. Klingt, als würde es eine Trophäe dafür geben, wenn man genügend mitnimmt. Aber das Band ist sehr langsam unterwegs. Also ich dachte, das hätte hier irgendwie, keine Ahnung, so ein bisschen Schießbuden-Charakter, was den Schwierigkeitsgrad angeht, aber sieht alles relativ easy aus. Ah, da oben sind auch noch welche. Okay, warte mal. Ich sprach hier von easy und am Ende übersehe ich dann doch irgendwas. Ich sehe es schon. So, da sind welche. Immer auch schön nach oben gucken, habe ich gerade gelernt. Warte, hier unten. Hier unten. Da muss ich nochmal die Seite gleich wechseln. Haben wir hier noch irgendwas? Ja. Okay, so einfach ist das vielleicht doch nicht und das Tempo ist vielleicht gerade richtig, um überhaupt alles irgendwie zu erwischen. Denn ich stelle gerade fest, dass ich etwas ins Schwitzen komme. Da sind noch mehr. Oh Mann, geh doch mal aus dem Weg! Sonon! Shit, ich glaube, die kriege ich jetzt nicht mehr. Auch wie dumm. Ja, alles klar. Ja, das habe ich einfach nur blöde gelöst. Okay, jetzt bin ich wieder demotiviert. Kann man das nochmal probieren? Eigentlich keinen Bock, weil mir das eigentlich schon wieder zu lame ist. Ich bin schon wieder so ambivalent eingestellt diesem Ding hier gegenüber. Weil eigentlich ist es langsam, aber gerade für meinen First Try schon wieder zu schnell. Das Problem ist, ich laber einfach zu viel. Ich schwöre euch, ey, ich hätte das wahrscheinlich, wenn das jetzt kein Let's Play wäre, irgendwie besser hinbekommen. Naja, mal gucken. Und es geht mir gerade auch nicht um eine Trophäe, sondern darum, dass du wahrscheinlich eine geilere Belohnung kriegst, wenn... Ach so, ach guck mal, hier ist ja einiges los. Die großen Dinger kann ich ja auch abdingsen. Ja, haben wir ja gerade schon gesehen anhand von einer anderen Kiste. Aber warum markiert er jetzt die großen hier gerade nicht? Ah ja, tut er doch. Nur irgendwie mit einem komischen Marker. Ey, da ist gerade eine runtergestürzt. Zählt die jetzt auch als zerstört? Die ist bestimmt kaputt gegangen beim Fall nach unten.
Und die Großen werden bestimmt deutlich mehr Punkte geben. Das ist wie bei dem Minispiel im Main Game vom FF7 Remake. Achso, jetzt bin ich da. Und? War das jetzt gut? War das schlecht? Kannst du das irgendwie einordnen jetzt? Nee. Es gibt keine Belohnung, es gibt kein hast du gut gemacht, kein sehr gut, kein ausreichend, kein durchwachsen, kein befriedigend. Sag mir doch irgendwas. Kommentier doch meine Leistung, bitte. Ich weiß nicht. Das sollte wahrscheinlich einfach nur Zeit überbrücken. Ja, so eine Rampe bin ich in der letzten oder vorletzten Folge. Oh, sieh dir mal den gigantischen Kasten da an. Bestimmt die Wartungsstation des Hauptpfeilers. Da bin ich in einer, ich weiß nicht mehr, welche Folge das war, auf jeden Fall langgelaufen. Und ich habe in der Nachbearbeitung gesehen, dass ich da schon gewesen bin. Und dass ich mit dieser komischen Platte, die sich nicht bewegt hat, eigentlich da irgendwann mal angekommen bin. Also ich bin quasi zurückgelaufen und habe mich gewundert, warum da nichts war. Das war irgendwie ein bisschen blöde. Der Part ist jetzt auch noch nicht online, also ich bin da selber drauf gekommen. Ah, da ist eine Materia. Hallo Materia. Du glitzerst ja so schön. Magieboost. Haben wir den Magieboost nicht schon? Der kommt mir so bekannt vor. Aber das könnte auch wieder zusammenhängen mit dem Hauptspiel. Ne, ich glaube, wir haben nur TP und MP Boost hier, ne? Ja, der Magieboost, der ist neu. Erhöht den maximalen Magiewert mit mehreren Materia kombinierbar. Maximale Magie plus 100%. Warte mal, ich glaube, meine Leute sind aber beide gerade eher auf physische Attacken ausgerichtet. Wobei Yuffie noch eher ganz gute Standard-Magiewerte schon mitbringt. Die Frage ist nur, was nehme ich dafür raus? Weil gerade irgendwie würde ich gerne alles behalten. Boah, ich glaube, ich warte, bis Glut voll ist und dann packe ich da den Magieboost rein. Nur ich habe gerade das blöde Gefühl, als hätte ich das über 10 andere Materia auch schon gesagt. So dieses erstmal Glut voll machen und dann kommt das nächste. Ich brauche auf jeden Fall mehr Slots. Das ist die Quintessenz dieser Erkenntnis. So, boah, ich habe so mega Panik, irgendwas auszulassen. Ich hoffe mal, das wird schon. Ich meine, die Materia, die erkennst du ja relativ gut auch aus der Ferne. Die schimmern so schön. Aber der hohe Detailgrad, ne, der macht's halt schwierig. Und eines kann ich schon mal vorwegnehmen. Ich finde, der Detailgrad, der ist im Remake hier deutlich höher als in Final Fantasy 16. Die wird aber streng bewacht. Das sollte uns nicht überraschen. Gebe aber zu, dass die Einrichtung mehr wie eine Waffenfabrik und weniger wie eine Wartungsstation aussieht. Wir sollten jetzt größte Vorsicht walten lassen, Chefin. GJs Leben hängt davon ab. Achso, ich kann mich wieder bewegen. Okay. Ich dachte, da kommt noch was. Wartungsstation des Hauptpfeilers. Ich habe, seit ich hier mit in diesen DLC eingestiegen bin, gab es noch keinen Bosskampf, ne? Also so richtig, richtig wie im Hauptspiel. Wahrscheinlich gibt es ja auch nur einen ganz am Ende und ich wette, an dem werde ich scheitern. Ich sehe mich gnadenlos scheitern, egal wer oder was da auf uns wartet. Aber ich glaube, das wird ein geiler Kampf, trotz alledem. So, Gewitter weiß ich gar nicht, ob ich das schon hatte. Haben wir das jetzt zweimal? Warte, ich will nur diese Frage einmal beantwortet haben. Gewitter. Ja, habe ich jetzt zweimal. Warum eigentlich? Also gekauft habe ich das, glaube ich, nicht. Oh ne, jetzt muss ich gleich niesen. Warte mal, wenn sie sich hinlegt, kann ich mir die Nase zuhalten. Kann ich an dem Automaten ja einkaufen, können wir theoretisch auch. Nur mal eben kurz gucken, was hier angeboten wird. Sind das alles Dinge, die ich auch in anderen Läden kaufen konnte? Ja, nein, vielleicht. Ich würde sagen, ja. Weil die jetzt nicht so krass den Vogel abschießen, aber auch nicht ultra schlecht sind. Ich glaube, die Preisspanne, die passt auch ungefähr. Ich weiß es einfach nicht. Ich muss zugeben, ich bin komplett ahnungslos. So, ich könnte mir hier aber neue... Oh, sorry, ich bin gerade gegen das Mikro gekommen. Denise Reiz stresst mich immer noch. Ich glaube, ich werde einmal Wiederbeleben kaufen. Yes. Und das restliche Geld aufheben, falls doch nochmal deutlich besseres Equipment kommt. Wobei hier wieder die Angebote natürlich sehr verlockend sind. 100 für einen Ether. Ich habe 5 davon.
Ich glaube, das Ether-Angebot, das nehme ich mal an. Das ist ja jeweils nur ein Stück, ne? Megatrank, was macht das? Heilt 1500 TP. Das steht leider nicht, ob für einen Einzelnen oder für die Gruppe. Aber ich schätze mal, das wird ein Einzelner nur sein. Phönixfedern habe ich auch genug. Ne, ich lasse das jetzt mal. Nicht, dass beim nächsten Händler, wenn hier überhaupt noch einer kommt, dann plötzlich 8000 Gild teure Sachen auf einen warten. Ich glaube, das gab es hier sogar schon. So, okay. Das klingt ein bisschen nach Boss hier. Also mit der ganzen Bank zum Ausruhen und so. Warte mal, wie kam ich nochmal auf die Karte? So. Oh ja, der Zielbereich, der sieht aber sowas von nach Bossfight aus. Muss ich speichern? Ich glaube, ich kann mich auf mein Autosave verlassen, oder? Ich bin gar nicht mental darauf vorbereitet, jetzt einen schwierigen Bosskampf zu machen. Ach, du grüne Neune, was für ein geiles Setting. Was ist das bitte für eine Konstruktion? Das sieht aus, als würden wir hier fliegen in so einem Riesenkäfig, aber da unten stehen kleine Männchen. Jetzt sag uns schon, wer dein Informant ist. Sein Name ist Heidegger. Verarsch uns nicht! Ich frag dich noch einmal. Schon gut, ich sag's euch ja. Es ist Rufus. Verstehe. Oder war es Hojo? Ah, jetzt bin ich beeindruckt, TJ. Bist du bereit, Chefin? Na klar. Ich lenke sie auf mich. Schnapp du dir, TJ. Ein Ablenkungsmanöver? Sehr gut. Aber der Star hier bin immer noch ich. Hey, ihr kriminellen Schweine! Was? Wer ist da? Das ist eine ausgesprochen gute Frage. Ich bin sowas von am Arsch, Leute. Ich hätte mir ein paar Warm-up-Kämpfe gewünscht. Das ist gerade mein großes Problem. Okay, warte mal. Wobei mit Viereck, Dreieck angreifen, das ist eigentlich relativ analog. Aber warte mal, wenn ich hier hinten den Teil attackiere, dann bringt mir das nicht viel. Oh, jetzt geht das mit dem Markieren schon wieder los. So, kannst du bitte einfach hierbei bleiben? Das wäre mega cool. Ich habe auch irgendwann, aber das liegt schon wieder eine Weile zurück, gelesen, dass ich das scheinbar mit dem Markieren irgendwie falsch verstanden habe. Oh, das war hilfreich. Sehr gut. Warte mal. Da gerade irgendwas gemacht, was, glaube ich, nicht ganz so blöde war. Wenn wir das jetzt hier mal ein bisschen attackieren. Wie heißt du? Gigantorpedo. Interessantes Wortspiel. Dein Kopf ist auf jeden Fall deine Schwachstelle, würde ich jetzt sagen. Was einmal gut funktioniert, das kann man ja durchaus wiederholen. Hätte ich jetzt mal vermutet. Ah, warte mal, Sonon konnte ich auch Befehle geben. Dann machen wir das doch.
Kampfgeist erhöht und fokussiert die Angriffe auf den anvisierten Gegner, unwirksam im Synchronisationsmodus. Ich weiß halt nicht, wie ich Gegner richtig anvisiere, deswegen ist das irgendwie nur so halb hilfreich, aber... Nein! Nein, 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 jetzt habe ich den Kopf auswendig gemacht. Warum ist denn die Kamera gerade so nah dran? Ist noch nicht vorbei, oder? Oder ist das standardmäßig? Weiß nicht mehr. Oh, oh. War das hier nochmal mit dem Ausweichen? Schittikowski. Ich weiß nicht mehr, wie ich ausweiche. So blocke ich auf jeden Fall. Wie rolle ich mich nochmal weg? Achso, hier bin ich im Synchronisationsmodus. Das wollte ich eigentlich nicht. Ach, hier. Kreis, alles klar. Es ist so müßig, das Spielste. Ein und das gleiche Franchise. Gar nicht mal so weit auseinander liegen. Und dann ist die Steuerung komplett anders. Gut, das Kampfsystem ist auch komplett anders, aber... Ich habe noch rechtzeitig rausgefunden, wie man ausweicht. Ah, warte, da ist Zieltorpedo. Ich glaube, das muss ich irgendwie angreifen. Kann das sein? Damit das aufhört mit dem Rumgeballere hier. Treffe ich hier gerade irgendwas? Okay, warte mal. Wir machen das mal anders hier nochmal. Achso, jetzt habe ich den Kopf attackiert. Ich wollte eigentlich... Nee, hier Zieltorpedo. Die Dinger, die machen doch, glaube ich, hier gerade den Stress, oder? Wow. Ey, das ist mega scheiße. Dafür könnt ihr überhaupt nichts. Tut mir leid, dass das jetzt alles noch unkoordinierter läuft als sonst. Aber ich kann dafür auch nichts. Was soll ich machen? Keine anderen Spiele spielen? Ich habe einfach an einer richtigen Scheißstelle aufgehört beim letzten Mal. Die das gerade für mich eh schon schwierige Kampfsystem nur noch weiter erschwert. Aber guck mal, die Hälfte hat er schon runter. Also so ganz schlecht läuft das hier nicht. So, dann können wir hier nochmal ein bisschen rumballern. Weil die Standardangriffe auch ganz gut Damage austeilen. Ich müsste mich vielleicht auch gleich mal heilen. Oder war es das schon? Oh no. Jetzt geht der Kampf wahrscheinlich erst richtig los. Warte mal. Fertigkeiten, Wirbelsprung... Gehen wir mal weiterhin auf den Kopf, in der Hoffnung, dass das immer noch sein Weak Spot ist. Ich muss mich auf jeden Fall einmal heilen. Das ist das eine. Und ich sollte mir vielleicht mal angucken, wogegen der empfindlich ist. Der wird bestimmt gegen Gewitter eine Schwäche haben. Oh ne, jetzt kommt diese Dinger hier schon wieder ins Spiel. Aber die sind auch ganz gut, um die ATB aufzufüllen. Würde ich sagen. Ja, ihre beiden Dings sind schon wieder voll, die beiden Balken. Fertigkeiten. So, wen habe ich jetzt noch? Ziel-Torpedos sind leider immer noch am Start. Dann gehen wir mal auf den hier los. Boah, ich hoffe, dass der Kopf jetzt immer noch der Weak Spot ist. Ansonsten, weil bei dem kann ich mich noch relativ leicht orientieren. Oh, jetzt bin ich hier gerade voll im Zielfeuer. Ungeil. So, warte mal. Kopf. Ein Ziel-Torpedo ist noch... Nee, ich habe die Zahlen sind jetzt nicht mehr gelb. Der Schadensoutput sieht trotzdem nicht allzu schlecht aus. Also keine Ahnung. Ich glaube, ich bleibe hier mal bei dem. Warte mal, ihn kann ich jetzt auch nochmal irgendwie beschäftigen. Solange er ATB hier voll hat. Ja, ich glaube, so kann man das irgendwie machen. So, Yuffie hat wieder was. Ich könnte Feuerer nehmen. Ich habe auch Eisra. Boah, ich wette, der wird einfach nur gegen Elektro empfindlich sein. Und das ist... Oh! Egal, ob Feuer oder Eis. Das hat doch ganz gut funktioniert. Trotz all des Chaoses. Geschafft! So macht man das bei uns. Danke. Das war knapp. Keine große Sache. Ich hab was für euch. Hier. Das sind ID-Karten für die Angestellten im Shinra-Gebäude. Die bringen euch bis ins Untergeschoss. Dort befindet sich das Labor der Waffenentwicklung, wo Shinra seine Materieforschung betreibt. Gibt es die ultimative Materia? Findet ihr sie dort. Okay. Gut, dann beeilt euch. Angeblich planen die bei Shinra irgendwas Großes. Gibt Gerüchte, dass sie Sektor 7 zerstören wollen. Wollt ihr nicht mit reingezogen werden? Beeilt ihr euch lieber. Ich sag den anderen Bescheid. Euch viel Glück.
Bis dann. Dann gebe ich einen aus. Ich zeig dir, wie man in Wutai feiert. Klingt gut. Huh? Oh. Wegen Sektor 7. Sag's auf der Splittergruppe. Geht klar. Hey, Yuffie. Wir sollten uns auf den Weg machen. Lass uns schnell zum Bahnhof. Okay! Die Musik, ey. Die hat sowas vom Frühstücksfernsehen. Die Welt ist schön. Was ist hier los? Diese Terroristen ausgerechnet hier verstecken. Wer hätte das gedacht? Hatten sich aus dem Staub gemacht, bevor die Garde kam. Das beweist doch, dass sie schuldig sind. Wir sollten besser von hier verschwinden. Gehen wir zum Bahnhof. Nein, ich wollte zu Chadley. Wir können jetzt noch nicht zum Bahnhof. Ich weiß gar nicht, wo ich hier bin. Komme ich da eventuell trotzdem noch hin? Oh nee, Chadley ist, glaube ich, genau in der Richtung, wo das gerade alles abgesperrt ist. Da stehen die Leute nur hier. Ach, hier ist gar nichts abgesperrt. Ich dachte, hier würde man jetzt nicht durchkommen. Okay, ich habe jetzt so einen kleinen Motivations-Uplift bekommen durch den Boss. Ich habe es gar nicht mitbekommen, was ich überhaupt an Belohnungs-Items bekommen habe, weil da so viel aufgeploppt ist. Warte mal. Die Stahlsichel hat sie jetzt ausgerüstet. Ich wollte ja erstmal nur bei den Sachen bleiben, die meine Leute gerade angelegt haben, wenn ich jetzt auf die Upgrades schiele. Deswegen versuche ich mich da auch dran zu halten. So, also warte mal, was hatten wir da gerade? Oh, wie komme ich denn wieder auf diese mittlere Kugel? Okay, einmal auf Kreis. So, magische Attacke plus 2 stünde hier noch zur Auswahl. Jetzt muss ich hier über die Schulter tasten weiter. Okay, eine Sache könnte ich mir aus der Sparte aussuchen und das werde ich auch tun. Und es wird hinauslaufen auf die physische Attacke. Achso, die hier ist schon freigeschaltet. Dann nehmen wir jetzt die nochmal mit. Der nächste wäre dann Materia Slot, also die nächste Auswahl. Aber können wir uns alle nicht leisten. Aber wenigstens ein Upgrade, das ist schon okay. So, dann würde ich gerne sehen, was wir gerade bekommen haben. Geht das hier irgendwie? Kann ich sortieren nach... Man kann hier gar nicht sortieren. Das ist natürlich scheiße. Keine Ahnung, ob ich jetzt irgendwas Cooles noch bekommen habe, was ich vielleicht nutzen kann, um meine Leute zu verstärken. Oder gibt es hier eine Sortiermöglichkeit und ich übersehe die? Mir fehlt dieser Punkt zuletzt erhalten. In manchen JRPGs hast du das hier auf der linken Seite. Okay, nee, da muss ich mir das in der Nachbearbeitung angucken. Nützt ja alles nichts. So, wie sieht's um meine Gesundheit bestellt aus? Eher nicht so gut. Wie kriege ich das jetzt hier am besten gefixt? Am besten ohne zu bezahlen. Oh, Bänke gab's, aber ich glaube, die waren hier voll weit außerhalb. Da so. Gar keinen Bock, da hinzulaufen. Kann ich mich irgendwie nochmal... importen oder so? Nee, war. Okay, warte mal. Wo wäre, wenn ich jetzt gewillt wäre, zu bezahlen, meine nächste Übernachtungsmöglichkeit? Da, wo das Bett-Symbol ist. Okay. Ich weiß gar nicht mehr, was das für eine Art Rastpunkt war, aber ich gehe mal gucken. Ich habe ein bisschen Angst vor dem Preis, den sie gleich nehmen wollen, aber 100 würde ich bezahlen. Alles, was darüber hinausgeht, da bin ich dann schon knauserig. Ach so, das wäre da drin. Da, wo ich jetzt nicht reinkomme. Ja, super. Das ist natürlich dann nicht so geil. Ich habe aber auch schon wieder so ein richtiges Bockwurst-Timing, ey. Gibt's da keine andere Übernachtungsmöglichkeit? Nee, gibt's nicht. Okay, dann schneide ich euch raus. Erstmal schön eine halbe Weltreise unternehmen, um sich auf so eine richtig schöne, abgeranzte Parkbank zu flezen, ey. Das sind die Prioritäten, die man in japanischen Rollenspielen so mitbringt. So. Dann spulen wir jetzt ein bisschen vor und dann gucken wir mal, wie es bei Ramu läuft. Also ich muss auch dazu sagen, ich hätte Ramu zum jetzigen Zeitpunkt auch nicht probiert. Deswegen werde ich jetzt versuchen, mit dieser Belo-Strategie immer am Rand rumzurennen, den mit Shuriken zu attackieren und mich außerhalb seiner Reichweite aufzuhalten.
Das ist okay, das als Tipp bekommen zu haben, weil Ramu das Kapitel für mich vorerst abgeschlossen war. Es sei denn, ich hätte nochmal, keine Ahnung, 10 Level mehr erreicht, aber... Boah, ich wette, ich krieg das nicht koordiniert. So, ich guck mal, wie es läuft. Ich sehe mich gleich schon wieder ausrasten, also mich triggert alleine diese Animation schon. Weil der mich einfach so aufgeregt hat in den letzten Tries. So, also, schön am Rand entlang laufen und Shuriken einsetzen. Achso, ja, aber das geht natürlich nur, wenn ich auch ATB habe. Und dafür muss ich den halt doch ab und zu mal angreifen. Und da wird's halt kompliziert. Weil, okay, warte, jetzt habe ich wieder ATB, aber der macht halt auch so ekelhaften, dreckigen Scheißschaden, ey. Da könnte ich schon wieder austicken, obwohl es noch nicht mal angefangen hat. So, Gewitter macht er, das heißt, wir attackieren mit Luft. Hat sie den überhaupt avisiert? Anvisiert? Keine Ahnung. Ey, guck mal, da macht er seine scheiß Blitzkugel. Achso, nee, ich habe die falsche Taste zum Ausweichen gedrückt. Nee, ich nehme alles wieder zurück. Ich wollte ihn gerade dafür verantwortlich machen, dass das mit dem Ausweichen nicht klappt. Aber ich hatte die falsche Steuerung jetzt hier noch drin. So, warte mal. Sonon könnte auch irgendwas machen. Keine Ahnung. Schockpotenzial groß. Mach mal. Also der Plan dahinter. Oh, für Gegen. Ey, das ist so dumm. Könnte ich mich jedes Mal drüber aufregen, dass man ATB braucht, um ein Item zu fressen. Die wird doch wohl eine Pille aus ihrer Tasche geholt kriegen und sich die irgendwie einflößen können, ohne dass sie dafür immensen Kraftaufschub benötigt. Also, okay, so, dann nehmen wir jetzt mal das kleine Vitachen. So, dann kann Sonon wieder angreifen. Nochmal mit einem Wirbelsprung. So, und dann kann ich, wenn mein ATB bald wieder nach vorne geht, ich muss den nicht mal angreifen, so ganz langsam fühlt sich das auch in eigener Regie. Aber guck mal, der hat jetzt schon mehr verloren als bei meinen anderen Tries zusammen. Insofern wird diese Vorgehensweise wahrscheinlich zum Erfolg führen. So, jetzt kann ich nämlich nochmal... Nee, ich sollte Shuriken werfen. Ich bin so dumm. Das war nicht Ninjutsu. Keine Ahnung, wie komme ich denn jetzt drauf? Kann es sein, dass ich die Waffe gar nicht angelegt habe? Ich glaube, das ist gerade mein Hauptproblem. Ich habe die falsche Waffe drin. Ich dachte, die hätte das standardmäßig. Okay, warte mal, jetzt muss ich wieder ein, zwei Schläge austeilen. Und mich wieder massiv in die Gefahrenzone reinbegeben. Boah, ey. Schwierig, ganz, ganz schwierig. So, sind hier lauter Energiesphären. Keine Ahnung, sollte man die zuerst aus dem Weg räumen? Das wäre vielleicht ganz gut, um meine ATB aufzuladen. Ist vielleicht weniger gefährlich, als wenn ich mich jetzt... Ja, super. Wenn ich mich natürlich in seinen hässlichen Blitzkreisel begebe, dann brauche ich mich auch nicht zu wundern, dass das nicht funktioniert. So, Jofi, jetzt kannst du dich einmal heilen. Er kann wieder... Ey, warum sind denn hier immer noch so viele von denen? Können die mal draufgehen? Jetzt hat mich der Pisser schon wieder getroffen. Jetzt mal in die andere Richtung. Hier, dich mache ich jetzt kaputt. Ja, schneller bitte, danke. Boah, da bin ich mal zufälligerweise, glaube ich, ganz gut ausgewichen. Nee, ich habe gar keinen Shuriken. Geil. Dann greife ich jetzt halt damit an. Das hat mir beim letzten Boss auch schon gute Dienste erwiesen. Also wenn ich mir seine Energieleistenentwicklung angucke, dann brauche ich auch nicht unbedingt die Shuriken. Aber das wäre vielleicht alles ein bisschen schneller gegangen, wenn ich sie gehabt hätte. So, jetzt habe ich nur gerade ein bisschen Sorge wegen meiner Gesundheit. Oh no, was ist das? Geht das auf mich? Das geht wahrscheinlich auf uns alle. Wir sind jetzt wahrscheinlich alle tot. Wir können mit Sonon noch irgendwas Lustiges machen, wenn er das überlebt. Ja, geil. Hammer. Das ist genau das, worauf ich jetzt gewartet habe. Danke für nichts. So, ich gebe jetzt einen Megatrank auf Yuffie. Habe ich ja gerade frisch im Sonderangebot erworben. Habe ich das überhaupt gekauft? Ich weiß es nicht mehr. So, und dann war es das wahrscheinlich auch. Ey, das ist einfach so ein Scheißkampf. Ey, das war so klar. Es lief alles so gut bis zu seiner scheiß Limit-Attacke oder was das gewesen ist. Und jetzt komme ich hier aus dieser Kackmüllecke nicht mehr raus, ey. F*** dich. Ich weiß nicht, was ich machen muss, damit sie Shuriken einsetzen kann. Muss ich jetzt diese Waffe hier auswählen?
Aber da steht Fertigkeit Elementar-Ninjutsu. Ich weiß, ich hatte am Anfang des Spiels, hatte ich das irgendwann in der Auswahlliste mit drin. Aber ich weiß nicht, wie ich das jetzt hier aktivieren kann. Kann ich mir hier irgendwo die Fertigkeiten anzeigen lassen? Ich sehe hier zumindest nichts, was irgendwie darauf hindeutet. Boah, ich weiß nicht, ob ich den jetzt nochmal probieren soll. Ich glaube, ich werde ihm jetzt noch einen Versuch geben mit dem gleichen Setup, weil ich das Gefühl habe, dass man das damit auch schaffen kann. Und dann versuche ich mal von Anfang an vielleicht ein bisschen früher auf die Energiesphären zu gehen. Und ja, ein bisschen besser im Blick zu haben, wie ich mit meinen ATB-Balken haushalte. Der down ist, ey. Das wird mir, glaube ich, mehr Glücksgefühle bescheren, als wenn ich den DLC abschließe und den letzten Boss irgendwie geschafft kriege. So, aber wir gucken erstmal. Ach, schon wieder die falsche Taste. Ey, dieses Ausweichen wollen über R1, das ist echt die Pest, ey. Ich weiß auch gar nicht, lohnt es sich vielleicht auf Zeit zu spielen und das alles langsamer anzugehen. Warte, jetzt ist der bei mir, jetzt ist der bei mir, jetzt ist der bei mir. Nein, der macht so viel Schaden und ich komme hier irgendwie gar nicht zum Zuge, ey. Ich muss halt mein scheiß ATB irgendwie auffüllen. Was soll ich machen? Irgendwie muss ich den doch angreifen. Boah, ey, das wird sowas von der letzte Try hier sein. Und wenn das jetzt nicht klappt, dann scheiß ich einfach komplett auf Ramu, ey. Dann ist es mir egal, wenn der ungefinished dasteht. Ich habe nur die blöde Befürchtung, dass ich eventuell das, was der einem hier droppt als Belohnung, dass mir das vielleicht für den Endgegner hier helfen könnte. Und das ist das, was eigentlich meine Hauptmotivation ausmacht. So, jetzt sofort hier auf die Energiesphären zugehen. In der Hoffnung, dass er mich nicht erwischt. Natürlich erwischt er mich sofort, weil er ja gar keinen anderen Lebenssinn hat, als ständig kleine Mädchen zu fokussieren. Du lüsterner alter Drecksack, ey. So, Fertigkeiten, Wirbelsprung, Energiesphäre. Ey, hat die schon wieder so einen kleinen Pissfutzelrest, ey. Genau wie im letzten Kampf. So, besiegt. Ey, und der hängt mir immer am Arsch. Der hängt immer an Yuffies kleinem Pixel-Hintern, ey. Nee, das ist nicht gut für die Nerven. Ich werde, wenn das mit der Heilung hier noch gelingt, was vielleicht nicht der Fall ist, heute noch, Yuffie, danke. Lass dir ruhig 10 Jahre Zeit. Dafür ist ja nicht so, dass es um dein Überleben irgendwie geht. So, warte mal. Jetzt kann er wieder was machen. Hau mal einmal da irgendwo rauf. Ey, das war meine. Okay, das habe ich ihm aber befohlen. Das kann ich ihm jetzt nicht zum Vorwurf machen. So, warte, warte, warte. Ich sehe, sie hat ATB, aber ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, dass ich das... Ah, warte, warte. Jetzt habe ich hier wieder ein paar Möglichkeiten. Wirbelsprung, Energiesphäre. Das ist die ich gerade angreife, ne? Ja, perfekt. So, warte, weil jetzt kann ich... jetzt ist die Frage, will ich heilen oder will ich... Ich glaube, ich werde Sonon einmal... heilen. Ja, Energiesphäre besiegt. Habe ich jetzt hier noch Energiesphären? Ey, hör auf, mich die ganze Zeit hier wieder ins Visier zu nehmen, ey. Wirbelsprung. Nee, okay, es sind keine Energiesphären mehr da. Das heißt, ich kann mich jetzt hier munter austoben und ich werde mich jetzt rechtzeitig heilen. Wichtig ist, dass der Kampf nicht wieder zum abrupten Abbruch kommt, weil eigentlich habe ich keinen Zeitdruck. Ich hoffe nur, dass dieser Limit-Angriff, den er da macht... Boah, ich traue mich nicht, an den Rand zu gehen, um mein ATB wieder zu befüllen. Deswegen bin ich eigentlich sind diese Energiesphären gar nicht so schlecht. Ich weiß nicht, kann ich das mit Items irgendwie auffüllen? Aber gut, für Items brauche ich ja auch ATB. Das ist einfach nur ein Teufelskreis. Mein Limit ist auch noch nicht voll. Aber wir arbeiten dran. Jetzt sind die Energiesphären wieder da. Okay, warte mal. Oder bilde ich mir das ein oder sind die voll nah dran am... Oder sind die voll nah dran am Gegner? Nein! Ist es ein Limit? Das ist ein Limit, okay. Ja, Sonon ist tot. Ich glaube, ich krieg das Ruder jetzt hier wieder nicht rumgerissen. Aber nur weil ich es versäumt habe, jetzt Sonon rechtzeitig. Scheiße, Mann. Scheiße! Mein Limit ist aber fertig. Könnte das eventuell reichen? Ich weiß es nicht. Ich probiere es. Das war wahrscheinlich dumm. Weil ich glaube, wenn der einmal geschockt ist, dann macht... oh, der ist fast down. Ich werde in letzter Sekunde, werde ich sowas von abkacken. So, was ist jetzt wichtiger? Yuffie zu heilen oder Sonon zurückzuholen? Eigentlich Sonon zurückzuholen, weil der hat auch ein Limit.
probiere es jetzt einfach mal in der Hoffnung, dass es klappt. So, jetzt ist er wieder da. Und da ist sein Limit, Tanz des Drachen. Was macht das? Eine geheimnisvolle Technik des wutaianischen Bojutsu, mit der dem Gegner in tanzenden Bewegungen großer Schaden zugefügt wird. Ja, dann zeig mal. Und dann ist er auch gleich down. Also wenn ich nicht vorher down bin. So, ich weiß nicht, warum der 10 Jahre braucht, um sein hässliches Limit-Zeug hier zu bringen. Da, Sieg. Besen sei es gewesen. Ach komm, ey. Boah, war das ein Stress, ey. War das ein Kackkampf. Ich habe die Kampfdaten analysiert und die Synthese der Beschwörermaterie abgeschlossen. Du bist so schnell wie der Blitz, Yuffie. Die Esparamu, Gebieter über den Himmel, wird dir ein passender Partner im Kampf sein. Ich sag mir bitte, dass du keine weiteren hast. Ich will keine weiteren Esper mehr bekämpfen. Bitte. Lass es den einzigen sein. Das wäre für mich voll okay. Oh, Fortschritt, Haken. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Sorry für den ganzen Rant. Das hat mich ein bisschen aufgeregt. Ein ganz kleines bisschen. Aber überstanden ist überstanden. Ich muss diesen Kampf nie wieder machen. So, Materia einsetzen. Nichts eingesetzt. Ramo kann da aber rein. Das war aber im Hauptspiel. War das auch schon so, dass sie so einen Extra-Slot auf der rechten Seite haben? Finde ich auf jeden Fall gut. Ermöglicht die Beschwörung von Ramu, einer Esper, die mit ihren Fertigkeiten wie Ionenschlag verheerenden blitzelementaren Schaden verursacht. Ja, Glückwunsch. Ich muss mich erstmal mental ein bisschen erholen von all dem Leid, das mir Ramu zugefügt hat. Aber Ende gut, alles gut. So, was habe ich hier sonst noch zu tun? Ich könnte mich Fort Condor nochmal annehmen. Warum habe ich beim letzten Mal gegen Johnny nicht gewonnen? Der ist der Einzige, der noch fehlt. Ich glaube, es war verdammt knapp. Ich werde dem, glaube ich, nochmal eine Chance geben, bevor wir zum Bahnhof aufbrechen. Und also dadurch, dass er der Letzte ist, der noch fehlt, bin ich so ein bisschen motiviert. Und mir sind ja heute schon zwei Sachen... Oh, ich bin falsch abgebogen. Mir sind hier schon zwei Sachen gelungen, die ich nicht für möglich gehalten hätte, nämlich den ersten Boss im First Try zu legen und Ramu doch noch irgendwie zu schaffen. Vielleicht passiert ja hier auch ein kleines Wunder. Ich weiß nicht, ich wette, das wird mir den ganzen Part crashen. Ich werde hier wieder ultra wütend rausgehen, weil das wieder nicht funktionieren wird. Aber ich lasse es drauf ankommen. Ich bin gerade gut motiviert. So, Aufstellung bearbeiten. Ich glaube, das ist alles okay. So, wo steht, dass ich den starten kann jetzt? Bestätigen hier. Okay, das Match beginnen. So. Ich habe natürlich aus der letzten Niederlage, glaube ich, wieder irgendwelche Erkenntnisse gezogen, die ich schon wieder komplett vergessen habe. Deswegen baue ich jetzt einfach irgendwas hin. War das nicht so ein Kampf, wo ich mit den Distanzkämpfern am besten gefahren bin? Ja, guck mal, das habe ich mir sogar richtig gemerkt. Weil die Distanzkämpfer sind gegen die hier schon am besten. Und ich wollte mich mal... Oh Gott, wie langsam das dauert hier. Oder wie lange das dauert. Wie langsam das nach vorne geht. Oh, guck mal, der hat das aber ganz gut gemacht hier. Einen Schaden gefressen und den quasi im Alleingang ausgenockt. Oh, dafür hält er hier nicht lange stand. Warte mal, der hier braucht auf jeden Fall Verstärkung. Wenn es denn irgendwann mal möglich ist, nämlich genau jetzt. Ich hau hier mal einen Granatwerfer hin. Dann kann sich Verteidiger gegen Verteidiger betteln. In der Hoffnung, dass unser vielleicht ein bisschen stärker ist. Aber der wird dem Kanonenfeuer hier hoffentlich ein bisschen besser standhalten können. Ja, jetzt sind die schon wieder... Oh, was? Also irgendwie sehe ich hier kein Licht am Ende des Tunnels. Man hat halt immer so das Bedürfnis, hier haufenweise Einheiten spammen zu wollen, was das Ganze natürlich viel zu leicht macht. Aber ich finde es nicht gut, dass der hier mehr Einheiten rausballern kann als unser eins. Das finde ich nicht okay. Vielleicht, wenn ich es irgendwann nochmal probieren sollte, ich weiß nicht, ob das heute der Fall sein wird oder offscreen, aber dann werde ich mal meine Einheiten nicht verteilen, weil ich neige immer dazu, hier einen hinzustellen und dann auf der rechten Seite einen hinzustellen. Und das bringt ja herzlich wenig. Warum ist denn der gerade ge-one-hitted worden hier, meine neue Einheit, die ich frisch aufgestellt habe? Was eine Scheiße. Der Luftkombatant wird es jetzt auch nicht lange machen, weil der von dem Verteidiger wahrscheinlich ausgenockt wird. Es sei denn, die orientieren sich nach vorne. Nee, das tun sie natürlich nicht. Super. Ich weiß nicht, ob ich den Einheiten irgendwie sagen kann, dass sie nach vorne preschen sollen. Aber eigentlich wäre meine Idee jetzt hier auf die Verteidigung zu scheißen.
und einfach vorne die Statuen zu attackieren, aber wenn keine Kommunikation möglich ist, dann kann ich mir noch so viel Wunschszenarien ausmalen, kann ich die Scheiße jetzt abbrechen. Ich habe wirklich keinen Bock mehr aufgeben. Das ist mir einfach ja alles zu frustrierend. So, tschüss. So, ich mache jetzt nochmal von vorne. Ja, kann ich das wegdrücken, bitte? Danke. Sein dummes Gelaber von einem Mann muss, ey. Da höre ich immer schon auf zuzuhören. So, Aufstellung bearbeiten. Der Luftkombatant, der kann nix. Soll ich mal den Wachhund probieren? Wobei, eigentlich ist diese... Hä? Ich habe einen Level 6 Auslöscher. Hi. So, weißt du was? Ich pack den jetzt hier rein. Also der wird aber wahrscheinlich auch ein paar mehr. Der hat 4 Sterne. Das ist auf jeden Fall meine stärkste Einheit hier bisher. Der wird wahrscheinlich aber auch lange brauchen, bis ich den eingesetzt kriege, ne? Aber kann es sein, dass ich den aus dem Bossfight herausbekommen habe? Oder vielleicht sogar aus dem Ramu-Kampf? Ich weiß nicht, geht mir immer alles zu schnell. Dann kickt immer das Adrenalin vor lauter Freude, irgendwie einen Kampf geschafft zu haben. Und dann sehe ich nicht mehr... Ich dachte gerade, der läuft gar nicht mehr nach vorne. So, ich will den Sechser hier einmal installiert kriegen. Das ist mein größter Wunsch. Der lauert da schon an 4. Stelle. So, dann kommt hier der Granatwerfer. Ich konzentriere mich jetzt komplett auf diese Seite. Aber der Granatwerfer, den ich da zuletzt in der letzten Runde hier eingebaut habe, der ist super schnell down gegangen. Und ich weiß nicht warum. Jetzt geht die Linie gleich wieder zurück, weil der Granatwerfer nicht durchhält. So, jetzt kann ich hier in Monodrive. Wo sehe ich, wie lange ich warten muss, bis der Auslöscher kommt? Ich check das nicht. Keine Ahnung, ich baue jetzt hier einen Monodrive hin. Oder ist, weil da die 6 steht, vielleicht braucht er einfach 6 Balken. Kann das sein? Ist vielleicht der Ford Condor-Trick, schwächere Einheiten zu nehmen, weil du die schneller ranholen kannst? Ich habe keine Ahnung. Ich warte jetzt einfach, auch wenn ich bis dahin vielleicht verliere und meinen nächsten Game-Over-Bildschirm habe. Ich warte jetzt, bis der 6er mir zur Verfügung steht. Ja, und das ist genauso, wie ich vermutet hatte. Also wenn da die 6 steht, dann brauche ich auch 6 Balken. Ich hoffe, das Warten hat sich gelohnt. Herr oder Frau Auslöscher. Weil ich sehe hier ansonsten, ehrlich gesagt, nicht so wirklich die große Chance. Ey, jetzt hat der so einen kleinen Futzel-Pissrest. Jetzt macht den doch kaputt, ey. Der hat einfach nur mit seiner Hinterpfote nochmal nachtreten müssen. So, okay, der macht auf jeden Fall gut Damage. Oh, der hat aber gerade so viel Schaden erlitten. Warum? Warum frisst du denn so viel Schaden? Aber jetzt ist wenigstens... Achso, warte, ich kann hier wieder neue aufstellen. Ist da... Ja, meiner lebt noch, aber der ist gleich down. Oh, nee, ey. Das wird hier alles nix. Ich bin am Überlegen, soll ich nochmal warten, bis ich jetzt die 6 voll habe? Ich habe mich immer so gefreut über die Hochleveligen, aber ich habe das Gefühl... dass das überhaupt gar nicht so lohnenswert ist. Aber guck mal, voll gut, dass der hier gerade nicht verstirbt. Ja, okay. Alles klar, ich habe nichts gesagt. So, jetzt kann ich auch gleich auf den 6er wieder warten. Also das wird definitiv die letzte Ford Condor-Runde sein. Hab nämlich gerade gar keinen Bock mehr, hier weiterzumachen. Läufst du heute noch nach vorne? Danke. Wie sieht es eigentlich bei uns aus? Ich meine, ich weiß auch nicht genau, welche Kriterien erfüllt sein müssen, um hier zu gewinnen. Vielleicht reicht das ja auch. Also ich meine, dass das auch beim letzten Mal schon so ein bisschen knapp gewesen ist. Also ich würde vermuten, dass das entweder mit der Position der Linie zusammenhängt. Oder... Warte, ich kann doch hier noch zaubern. Wie ging das? Feuer. Hä? Kampf vorbei. Ey, die Linie war auf Gegner... Warum hab ich eine fucking Niederlage? Meine Linie war weiter vorne. Oder sind meine Statuen da jetzt auch zerstört worden? Oh, das sieht scheiße aus. Nee, guck mal, bei mir sind 2 Statuen noch aktiv. Und bei dem sind 2 kaputt. Das unfair ist das. Ja, komm, halt's Maul jetzt. Tschüss, Johnny. Ich gehe zum Bahnhof. Ich wandere aus. Ich habe keinen Bock mehr auf die Slums. Tschüss. Bis auf Nimmerwiedersehen. Nur Frust hier. Ich gehe jetzt. Müsste mir wahrscheinlich nochmal die Tutorial-Folge geben, wo mir Ford Condor erklärt wurde, aber gar keine Muße gerade. Ich wette, also ich hoffe, dass wenn man den DLC abschließt, dass man sich hier nochmal frei bewegen kann und das gegebenenfalls nachholen kann.
Aber jetzt gerade habe ich den Sieg echt klar vor Augen gesehen. Ich dachte, das würde was werden. Aber wenn ich nicht mal die Siegumstände begreife, dann macht es auch keinen Sinn. Ich finde, wir haben gerade genug eigene Sorgen. Ja, das finde ich auch. Meine größte Sorge heißt gerade Johnny. Ich will ganz schnell in den Zug. Auch wenn da wahrscheinlich die nächste Tragödie auf mich wartet, aber egal. Einmal in den Zug einsteigen, hoffen, dass der klimatisiert ist und dann schön die Beine hochlegen. Genau so wird es bestimmt kommen. Yuffie, hast du alles erledigt? Wir kommen vorerst wohl nicht zurück. Eigentlich habe ich nicht alles erledigt. Weißt du was? Ich werde jetzt einfach nochmal kurz speichern gehen. Also was heißt speichern gehen? Ich speichere hier. So, und dann würde ich sagen, können wir jetzt mal in den Zug einsteigen. Und da wird wahrscheinlich die nächste Action gleich abgehen. So, Sonon. Ich habe mir übrigens eine gute Eselsbrücke gebaut. Deinen Namen werde ich nicht mehr vergessen. Dann wollen wir mal. Derzeit operieren wir durch den Vorfall im Reaktor mit einer reduzierten Anzahl an Zügen. Zudem ist der Bahnhof in den Slums von Sektor 5 gesperrt. Wir bitten um Ihr Verständnis. Ich warte seit Stunden. Das gibt's doch nicht. Hey. Jetzt nicht. Wegen der Explosion fahren jetzt weniger Züge. Wenn ihr den nächsten nicht kriegt, sitzt ihr hier fest. Ihr solltet euch also beeilen. Na dann, viel Erfolg und entschuldigt die Eile. Wie in der Berliner Ringbahn. Ich kotz gleich. Ist dir schlecht? Geht schon irgendwie. Solange ich stehen bleibe zumindest. Lach nicht. Melfi ist auch immer schlecht geworden. Auf Schiffen und Chocobos. Züge wären wohl keine Ausnahme. Wer ist Melfi? Meine Schwester. Wir wurden zusammen von deinem Vater unterrichtet. Sie hatte großes Talent. Hatte? Kurz vor dem Frieden lief eine von Shinras Maschinen plötzlich amok. Melfi wollte helfen. Das ist meine Rache. Aber ich bin nicht deine Schwester. Wie ist die Lage? Die Turks haben übernommen. Alles läuft nach Plan. Direktor, bitte überdenken Sie den Plan. Ich flehe Sie an. In den Slums von Sektor 7 leben rund 50.000 Menschen. Ach, Reef. Dann evakuieren Sie den Sektor. Wann entledigst du dich endlich dieser unangebrachten Naivität? Reef. Wir müssen die Räder ins Rollen bringen. Für unser aller Wohl. Sieh dir mal die ganzen Leute an. Lass uns schon gehen. Oh. Mir wird sonst noch schlecht. Warten Sie, ich hab Fragen.
Sie arbeiten doch für Shinra, oder? Die Terroristen sollen als nächstes Sektor 7 im Visier haben. Oh. Haben Sie es wieder auf den Reaktor abgesehen? Hey! Treten Sie zurück! Oh. Da ist ein Aufzug. Lass uns gehen. Zeig, was du kannst. Komm schon, komm schon. Also. Wartet mal. Welche Etage? Keller. Waffenentwicklung. Nach unten. Vorsicht an der Tür. Wirklich? Was für ein Rückschlag. Von Wutai hätte ich mehr erwartet. Sich mit Avalanche zu verbünden und auf Terroranschläge herabzulassen. Dabei heißt es immer, die Wutaianer wären ein stolzes Volk. Ist wohl auch inzwischen Schnee von gestern. Die Wutaianer von heute sind nur noch lästiges Ungeziefer unter Shinras Stiefel. Oder ihr stimmt mir doch ganz sicher zu. Natürlich. Ganz richtig. Lächeln steht dir. Moment! Nichts da. Ratten aus Wutai nehmen den Umweg. Und wenn ihr schon dabei seid, könnt ihr gleich ein paar unserer neuen Waffen testen. Verdammt! Das war meine Chance. Das eben war die Leiterin der Waffenentwicklung. Ihre Maschine hat Melfi getötet. Beruhig dich, Sonnen. Bleib ruhig. Unsere Mission. Erinnere dich. Du hast recht. Tut mir leid. Schon gut. Ich kann deine Wut sehr gut verstehen. Sie hätte uns wenigstens sagen können, wo die Materia ist. Wo führt sie uns nur hin? Wir finden es schon heraus. Irgendwo muss dieses Labor ja sein. Materialeinchen, warte auf mich. Wow, okay. So schnell kann's gehen. Also Melfi hat auf jeden Fall frappierende Ähnlichkeit mit Yuffie. Deswegen ist klar, dass er irgendwie so heftige Sympathien für Yuffie hegt, weil er sich wahrscheinlich hart an seine Schwester erinnert fühlt. Auch wenn Yuffie nochmal klargestellt hatte im Zug, dass sie nicht seine Schwester ist, aber so ganz ausblenden kann er das wahrscheinlich nicht, weil das auch noch alles sehr frisch zu sein scheint, die Narbe, die er davon getragen hat durch den Verlust. Gut, ihr Lieben, dann werden wir uns beim nächsten Mal genau hier wiederfinden. Ich bedanke mich fürs Einschalten heute und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao!